Es gibt vieles, was man an Weihnachten lieben kann. Die Kekse, das gute Essen, das Zusammentreffen der Familie und Freunde oder vielleicht doch die Geschenke. Die Weihnachtszeit ist auf der ganzen Welt eine ganz besondere Zeit. Und was sie da und dort so einzigartig macht, das sind die unterschiedlichen Weihnachtstraditionen. The first Noel, the angel did say, Weihnachten, jedes Jahr etwas ganz Besonderes. Weihnachten wird auf der ganzen Welt gefeiert, mit unterschiedlichsten Bräuchen und Traditionen. In Amerika werden die Geschenke erst am Morgen des 25. Dezember verteilt. Gebracht werden die Geschenke von Santa Claus, unverwechselbar mit seinem weißen Bart und dem rot-weißen Gewand. Santa Claus schlüpft in der Nacht durch den Schornstein und befüllt am Abend zuvor die von den Familien aufgehängten Socken. Dabei helfen ihm Rentiere, allen voran Rudolf. In Island feiert man am 24. Dezember Weihnachten. Die Geschenke werden aber nicht vom Christkind, sondern von 13 Weihnachtskerlen von den Bergen, trollähnliche Zwerge, gebracht. Vom 12. bis 24. Dezember kommt jeden Tag ein anderer Zwerg, der bis Weihnachten bleibt. Der isländische Adventkalender hat daher auch nur 13 Türen. In Italien beginnt die Weihnachtszeit am 6. Dezember und endet am 6. Jänner. Da gibt es dann auch erst die Geschenke. Die Hexe Befana kommt auf einem Besen geflogen und bringt die Geschenke. Zu Weihnachten gehört aber auch ein großes Festessen mit Panettone, einem Hefekuchen mit kandierten Früchten.